Hallo, liebe Abgefahren-Nutzer. Was ihr hier seht, ist der Amazon Kindle Touch. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir euch den nochmal im Video zeigen und ein paar Fragen beantworten, die ihr letzte Woche Sonntag stellen konntet. Die erste Überraschung ist, für mich zumindest, dass das hier der ausgeschaltete Zustand ist. Da werden immer so Hintergrundbilder angezeigt, weil das Display, sobald es einmal weiß, ob es schwarz oder weiß ist an den bestimmten Pixeln, verbraucht ja dann keinen Strom mehr. Das heißt, so ist das Kindle quasi ausgeschaltet. Zum Einschalten einfach hier unten einen Knopf drücken. Und da sind wir auch schon mittendrin. Gehen jetzt mal zurück auf unsere Übersicht. Ich habe da schon ein paar Bücher mir geladen. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein mit Max und Moritz, weil das halt so ein Kindle-Buch ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass der Bildschirm in drei Bereiche geteilt ist. Man hat einmal hier so ein Viertel, wo man zur nächsten Seite springen kann. Man hat dann hier so ein Fünftel irgendwas, wo man dann eine Seite zurückspringen kann. Und man hat einmal hier oben so eine Menüleiste, wo man dann noch zum Beispiel sagen kann, gehe zu zum fünften Streich. Ich muss sagen, das Display ist natürlich nicht touchmäßig so ausgereift oder so entwickelt wie beim iPad. Es ist viel einfacher, aber für diese Zwecke auch völlig ausreichend. Das heißt, selbst wenn man mal eine Tastatureingabe machen muss, geht das wirklich problemlos von der Hand. Und man hat einfach den Vorteil, dass es wirklich sehr gut zu lesen ist. Ich weiß es nicht, wie es bei euch im Video dargestellt wird, aber wenn ich es mal kurz so halte, sieht man schon, dass es wirklich sehr schön zu lesen ist. Und wie beim iPad auch können wir Gesten verwenden, zum Beispiel die zwei Finger auseinander, um die Schriftgröße größer zu machen. Das dauert immer einen kleinen Moment, weil sich halt das Display komplett neu aufbauen muss. Es geht nicht so schnell wie bei herkömmlichen Displays, aber dieses E-Ink hat halt einfach den Vorteil, dass man das Gerät einen Monat, anderthalb Monate benutzen kann, ohne es aufladen zu müssen. Ich zeige es nochmal, einfach größer ziehen. Und der Text wird dann auch größer, was ich auch ganz nett finde. Ups, wir gehen mal hier zurück. So, was ich auch ganz nett finde, ist, dass man im Menü die Möglichkeit hat, die Schriftgröße zu verstellen. Moment, das war, nein, nicht die Schriftgröße, sondern die Schriftart, und zwar auch hier auf die Buchstaben. Wie gesagt, da kann man die Schriftgröße auswählen, aber auch die Schriftart, zum Beispiel normal, schmal oder sans serif. Natürlich die Schriftgröße und dann mal den Zeilenabstand. Da hat man also auch viele Möglichkeiten, das seinen eigenen Ansprüchen anzupassen. Zurück ins Menü kommt man hier mit dieser Taste zu jedem Zeitpunkt und das Kindle merkt sich jeweils, wo ihr zuletzt das Buch aufgeschlagen hattet. Was ich ganz cool finde, ist der Store. Man halt einfach über sein Amazon-Konto Bücher kaufen kann. Man greift über WLAN zu, wer sich die 3G-Variante kauft, der kann dann dort weltweit kostenlos auf diesen Kindle-Shop zugreifen. Wir könnten zum Beispiel hier uns die Bestseller mal anschauen. Und dann sagen, okay, dieses Emily Brünthö ist auf Platz 1, interessiert mich vielleicht irgendwie. Klicke ich drauf und könnte das Ganze jetzt für 99 Cent kaufen. Muss sagen, die meisten aktuellen Bücher sind so ja, ein Viertel günstiger als die gedruckten Ausgaben. Man spart also ein bisschen. Der große Vorteil ist einfach, dass man viel weniger Gewicht hat. Also das Ding wiegt 220 Gramm, da ist jedes Taschenbuch schwerer. Und gerade wenn man im Urlaub fährt oder unterwegs ist, ab dem zweiten Buch spart man ordentlich Gewicht. Man kann sich eine Leseprobe senden lassen, das haben wir gerade mal gemacht. Das geht also rasend schnell. Ist jetzt schon hier. Und kann dann gelesen werden. Wir haben jetzt hier unten auch so eine kleine Anzeige, 5% bei einer Seite. Wir gehen jetzt mal zur nächsten. Da müssten es, also sind erst 6%, weil ich das alles komprimiert habe oder größer gezogen habe. Und da ist natürlich eine Seite weniger Inhalt als normal. Aber generell muss man sagen, dass die Leseproben schon sehr umfangreich sind und man sich einen guten Eindruck vom Buch verschaffen kann.
Man kann sich auf, ich sag mal, seinem Homescreen auch Ordner erstellen, um das Ganze ein bisschen besser zu sortieren. Ich habe jetzt hier oben mir schon mal ein paar PDFs von Kinderbüchern geladen, die ich schon das länger bei mir auf dem Computer hatte. Das geht also auch problemlos. Und wer wirklich eine umfangreiche Bibliothek hat, der kann halt hier einfach danach suchen. Wir suchen einmal den Steve. Zack, einmal entern und dann findet er direkt alle Bücher, wo der Steve drin vorkommt. Im Steve Jobs Biografiebuch sind das 760 Mal. Was ich euch auch noch zeigen kann, ist der Webbrowser, der leider nicht über 3G funktioniert. Das wäre also richtig klasse. Das ist so ein bisschen wie Steinzeit, finde ich. Aber cool, dass man halt, wenn man auf dem Balkon sitzt und in der Sonne was liest, dass man auch eben mal auf, weiß nicht, Spiegel Mobile gehen kann, um da die letzten News zu lesen. Also ist besser, als wenn es gar nicht drin wäre. Schade, dass es nur über Wi-Fi geht, aber nun gut. Ihr hattet noch einige Fragen gestellt, die wir kurz abarbeiten wollen. Ich gucke mal gerade hier in die Einstellungen. Geräteoptionen, ob man da was sehen kann. Ich glaube nicht. Denn Spectec hat uns gefragt, wie es mit dem Speicher aussieht. Wir haben hier 3 GB Speicher, die wir frei mit Inhalten befüllen können. Natürlich die E-Books, die selbst aber nur 2-3 MB groß sind. Also da kriegt man hunderte, tausende drauf. Aber auch halt Musik oder Hörbücher. 3 GB könnte da schon eng werden, wenn man wirklich viele Hörbücher hört. Man kann aber 5 GB vom Amazon Cloud Drive mitbenutzen, kostenlos, wenn man diesen keinen hat. Dann fragt WTF92, wie es mit dem Display aussieht. Ja, ihr habt schon gesehen, dass ich da keine Kraft brauche. Ich tippe es einfach nur ganz leicht an, um da die Menüpunkte aufzurufen. Und Fingerabdrücke, muss ich sagen, da es keine Glasfront hat, wie das iPad oder das iPhone, man sieht die Fingerabdrücke einfach nicht. Also auch selbst im Sonnenlicht ist es wirklich fantastisch gut zu lesen. Und da kann ich mich absolut nicht beschweren. Die Silke hatte gesagt, es gibt doch gar keinen Kopfhöreranschluss beim Kindle, um zum Beispiel Hörbücher zu hören. Da müssen wir widersprechen. Das geht natürlich. Der Kopfhöreranschluss ist hier unten verbaut, direkt neben dem Ausschalter und dem USB-Port. Es geht also ohne Probleme. Dann war eine generelle Frage, wie es denn mit EPUB-Dateien aussieht. Die kann man nicht direkt auf den Kindle packen. Es ist aber kein Problem, die unter Windows oder Mac mit einer kostenlosen Software umzuwandeln. Die nennt sich Calibre. Das geht also problemlos, habe ich auch schon hier gemacht. Ist gar kein Thema, der kann die auch automatisch auf den Kindle synchronisieren. Muss man sich ein bisschen zurechtfinden, aber das geht, wie gesagt, völlig einfach. Die nächste Frage war, wie sieht es denn mit Büchern aus, digitalen Büchereien aus? Da denke ich, dass die einen DRM-Kopierschutz haben oder irgendeine Signatur, die dann nach einer bestimmten Zeit abläuft, wo man die Bücher dann ausgeliehen hat. Das konnte ich jetzt nicht testen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es aufgrund dieses DRM-Kopierschutzes nicht möglich ist, die EPUB-Dateien in das Kindle oder Mobi-Format umzuwandeln. Ja, ich denke, das war mal ein sehr guter Eindruck vom Kindle Touch. Kostet in der Wi-Fi-Version 129 Euro und ist sicher für Leute, die viel lesen, die demnächst im Urlaub fahren, das iPad nicht mit zum Pool oder zum Strand nehmen wollen, eine günstige Alternative, gerade im Sonnenlicht draußen was zu lesen. Es ist super leicht, auch im Vergleich zum iPad, nicht mal die Hälfte des Gewichtes. Angenehm zu lesen, natürlich ein bisschen kleineres Display, aber für die Zwecke wirklich eines der besten Geräte, die man da derzeit bekommen kann.